Nein, Spaß. So. Iron Creek auf gar keinen Fall. Ich habe gesehen, bei dir läuft jetzt mit Lamborghini-Jacke, hä? Wo hast du das gesehen? Was? Wo hast du das gesehen? Ja, im Spiegel. Im Spiegel? Oder, ich sag ehrlich, was soll ich sagen? Bei dir läuft, Alter. Seit wann geht's dir so gut? Sagt der Millionär nebenan. Was für ein Millionär? Was für ein Millionär? Was? Digga, das Mädchen bei Ome war meine Cousine. Ja, ja moin. Bist du nicht seit neuestem Millionär geworden? Millionär? Ja. Leider noch nicht. Da fehlt noch die ein oder andere Dings, ne? Die ein oder andere Grün. Oh, ich hab nur noch 13 Sprit, Bruder. Lass mal ganz kurz tanken. Boah, Rick würde ich so gerne bei Ome TV sehen. Und wie war dein Tag heute? So, erzähl mal. Bist 13 aufgestanden. Ja. Ey, Rick, weißt du, wo ich dich gerne sehen würde? Ja, erzähl. Bei einer Handyplattform namens Ome TV, wo du versuchst, den im Vibe zu klären. Und scheiterst, so wie immer. Ja, let's go. Jungs, ist jemand Lust zufällig, dass ich schnell den ein Auto mit Koks verkaufe? Kann mir kurz wer kannst kurz geben? Aussteigen, du Hund? Oh, obwohl, das klingt so, oder? Ja, direkt 3-4 Leute Abfahrt. Ich sag dir ehrlich, außerhalb bin ich nicht so der Typ dafür. Ich bin am Klamottenladen. Okay, Gigi, Alberto, Uwe. Nee, das kann ich einfach nicht. Das ist zu peinlich, Mann. Ja, aber hier finde ich das noch peinlicher. Ja, Bruder, hier ist nicht peinlich. Hier kannst du machen, was du willst, Digga. Die können mich alle mal, weißt du? Und dann kauft ihr Waffenclips. Ich werde die nie wieder sehen. Doch, mach das. Mutze, danke für den 4 Monate. Ja, aber dann nicht alleine, Bruder. Ich sag dir ehrlich, mach ich nicht. Doch, ich rede mit dir nebenbei. Ich flüster dir in dein Ohr, was du sagen sollst. Du flüsterst mir ins Ohr, ja? Oder ist das die maximale unangenehm, meinst du dann? Ja, aber... Egal, ich sag nichts. Das würde die eine nicht so feiern. Wer? Das geht einfach. Hier wer ist deine eine? Lass mal kurz Bundeswehr gehen, ich glaube, die sind jetzt zusammen. Was für eine? Was meinst du? Was für eine? Die du getroffen hast, meine ich. Da, ich kenne sie, deswegen. Wen habe ich getroffen? Halt seine Frau da, weißt du? Welche Frau? Ihr passt ja so gut zusammen, die meine ich. Wer? Hä, die eine da, weißt du nicht? Ich hab doch gesagt, du sollst das nicht mit deiner Schwester liegen. Agatha, sitzt doch bitte bei dir. Nö. Du Schwanz. Abfahrt. So. Ist hier immer noch die Justiz? Hier ist jetzt Bundeswehr und Polizei, ne? Ach, was? Hier drinnen. Zusammen. Zusammen, das darfst du dann auch bald... Nee, das darfst du gar nicht sagen, das weiß ich doch gar nicht. Lass mal reingehen, mal schauen. Ey, guck mal, wie die was nicht ist los? Einmal aussteigen würde der. Warum denn? Weil sie auf dem Bürgersteig rumfahren, warum so? Achso, sorry, ja, wir gehen direkt runter, sorry. Soll ich anhalten oder fahren? Ja, komm. Ja, yeah, alles gut. Fahr einfach. Ey, wir wollten uns nur anschauen, Alter, was wollen die von uns? Hier ist kein Medic mehr, ne? Ich weiß. Bin schon im Krankenhaus aufgewacht. Also. Ist Justizgebäude noch da? Ja. Boah, ich weiß noch einmal, als ich Gulasch hier angeschrien habe, Alter. Man kann hier rein, guck mal. Lass mal hier parken. So, mein Platz. Also, so eine Grüßung abstatten. Check. Komm hier auf die Seite. Wir müssen hier rein. Achso. Was macht ihr gerade? Funktioniert gerade wird hier.
Oh nein, mach du. Wollen Sie mir erklären, was Sie hier machen? Wir müssen die Schlösser testen, ob die auch, Komm mal bitte vor dem Eingang. Nee, wir haben nur die Schlösser kurz getestet, ob ganz gut funktionieren und sicher sind, weißt du? Weil das... Wo der Medikamente? Ich hab gehört, letztens wurde auch noch hier eingebrochen und so. Bist du da? Ja, sicher. Ja, yeah, wir sind beim Justizdings. Wieso müssen Sie nicht mit Waffen kommen? Alles gut. Wir wollten wirklich schauen. Wir wollten nur die Schlüsse, Die Schlösser testen. Die Schlösser testen, genau. Ob die auch wirklich sicher sind. Und die sind sicher. Die Schlösser bei uns sind besser als besser. Besser als besser, ja. Dann lass mal das, ran. Lass mal einmal ran hier. Das wollten wir mal kontrollieren. Ich teste das mal? Dann lass uns einmal das testen. Das lassen Sie mal. Ich soll das nicht testen. Sie haben doch gesagt, nein, natürlich nicht. Achso. Aber ich habe eine Frage. Dürfen wir so einen Rundgang bekommen? Drinnen? Nein. Nicht mal mit Beaufsichtigung? Nein. Mit Beaufsichtigung, die können sogar, keine Ahnung. Ja, die wollten probieren, mit dem Dietrich reinzukommen. Austesten. Nein, ich wollte die Schlösser testen, Mann. Ja, sicher. Das hätte ich natürlich auch gesagt. Hä? Also, ich verstehe nicht, was Sie da meinen. So. Ja, jetzt verschwinden Sie hier. Lassen Sie einmal. Guck mal, wir wollen doch nur so einen Rundgang haben. Was sollen wir denn machen? PD nein, ist Rundgang neu. Gibt's nicht. Bisschen reinschauen, was geht da ab? Was geht, wie müssen wir das uns vorstellen? Einfach so ein Praktikumstag, so weißt du, ein paar Notizen machen. Ja, dann fragen sie einen höherrangigen. Wegen Praktikum. Was heißt Praktikum? Einfach nur so ein Heftchen führen, was da drin abgeht. Für ein Praktikum müssen sie 2 Wochen frei von Strafakten sein. So, sie verstehen das hier falsch. Ich will kein Praktikum machen. So ein Schnupper. Ein Schnuppertag. Warum fragen sie es denn, ne? Sowas ähnliches meinte ich. Ist Schnuppertag. Das nicht Schnuppertag, genau. So, ich muss jetzt bitten, das Gelände zu verlassen. Ach, Digga, ist wirklich, man kann nichts machen. Komm, Sosa, lass ab. Das tut uns man leid, wirklich. Machen. Am Kick. Am Kick. Jo. Ja, nee, ja. Muss rein, mir ist kalt. Ja, ich komm ja mit. Nee. Sind ja ein höherrangiger. Wir wollen nur ja, kurz trotzdem. Reden. Ja, nee. Dann bitte vorne Digga. Zum Empfang und hier warten. Wo ist denn Empfang? Ja, hier. Hier ist okay, Empfang. Zum... Ja, okay, kommen Sie rein, hier ist schön warm. Ich aha! Hier ist der Empfang! Was willst du von mir? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Du kannst mich ja, machen. Wirklich. Hier, guck mal. Guck ihn mal an. Aha! Guck mal. Backbahn. Jetzt redet der nicht mehr. Guck mal. Willst du wirklich hin? Bisschen die heiße Pisse. Nee. Alles gut. Ich find's auch gut, so dass du das nicht machst. Okay. So, jetzt können wir hier Rundgang haben, oder was? Lass mal ein bisschen schauen, Alter. Ey, Soße, soll ich kommen? Genau, das ist nicht mein Handy. So, ja, also, soll ich einmal ein Schloss testen, oder nicht? Fragen Sie mich doch nicht. Nee, gibt's hier auch neue Zellen, oder was? Können Sie mir die zeigen? Nein. Ups. Die können Sie aber finden, können wenn Sie irgendwie denn Scheiße mit dem bauen. Höchsten hier reden? Hallo. Ja, ich guck mal. Digga, also wirklich. Ich kann nicht funken. Ich versuche die ganze Zeit. Jetzt geht's. Nee, ich brauche keine Hilfe. Hallo, die Dame. Wie heißen Sie denn? Wie bitte? Hey, warum schießen Sie uns ein? Hallo, ach so, gar kein Problem. Warte, ich mach auf. Du kannst hier gerne deine Nummer durchschieben. Aber warte mal, ich hab schon die Nummer, oder? Ich renne einmal weg von der Tür jetzt. Ups, ja, ich komm nicht raus, Mann, was soll ich machen? Ja, warten Sie dann einfach. Ja, komm. Weiß ich nicht. So. Kriegen wir jetzt einen Durchgang? Also. Was gibt's denn? Dürfen wir einmal durch und gucken, wie das BD aussieht, so Besichtigung. Besichtigung, dürfte ich Sie vorher durchsuchen? In 5 Minuten aber. Ja, eben, dann kommen sie in 5 Minuten nochmal wieder und dann schauen wir Warte mal, ich muss erstmal, dürfte ich Ihnen einen Block und einen Stift ausleihen? Block und Stift kann ich Ihnen gerne geben, hier, bitteschön. Okay. Ich bin Dom. So, weil damit wir auch mal, wir müssen so ein Heft ausfüllen, den wir bekommen haben. Und wir wollten einfach nur mal nachschauen, was da drinnen so, was Neues ist so, wissen Sie, es hat sich hier viel verändert. Ja. Und da will man auch, dann ist man auch so ein bisschen neugierig, was da abgeht. Absolut. Ja, habe ich vollstes Verständnis für. Dann packen Sie Ihre Sachen, sollten Sie welche dabei haben, die bitte noch weg. Und dann durchsuche ich Sie einmal, dann können Sie gerne rein. Okay, let's go. So, wir gehen einmal raus. Bis gleich. Bis gleich. Warten Sie dann hier vorne, ja?
Ja, ja, hier wird jemand. Yeah. Ey, was machen wir? Ja, Waffen einlagern. Bruder, wenn wir das in diesem Auto einlagern, du weißt, die werden schneller kommen als keine Ahnung was. Dann park das beim Krankenhaus ein. Okay, stimmt. Wir brauchen Waffenclips, wir müssen gleich ein paar Waffen. Mach mal auf! Wie viele Waffen hast du dabei? Ich hab nur eine Karabiner, alles gut. Ich hab eine Karabiner. Ja, okay, du hast ganz Arsenal. Oder was hast du? Medic, Mann. Oder sag mir, bevor ich komm dann zu Dingen. Er kommt hier, Medic. Yo, bist du Medic? Seh ich aus wie ein Medic! Was ist denn hier los? Bist du Medic? Ey, schieb das vor mir, bei mir ist nicht nichts kaufen, Mann. Also, immer wenn ich kaufe, stand nichts. Da wird mir nichts verkaufen. Ja, lach. Ich kann nicht mal Essen kaufen, ich kann nichts kaufen hier auf in der Rade. Ja, dann nimm vom Lager, hier ist noch Döner, Möhner, trinken und so. Okay. Ich geh ganz kurz einpacken, ja? Was geht, Uwe, du kleiner Wichser? Was geht, Uwe, Ey, Jungs, wir hatten gestern noch 11 Karabiner. Wo sind die hin, Digga? Ich geb zu, ich hab gestern meine Spezialkarabiner verloren, aber aus Gründen, weil, wie soll ich das umschreiben? Ja, Bruder, da waren trotzdem noch 11 Karabiner drin. Wo sind die? Ja, keine Ahnung. Bruder, du weißt, ich war die letzten Tage gar nicht da, ich kann das gar nicht gewesen sein. Bruder, ab jetzt, ich mach gar nichts mehr, Zikerem, Digga. Jeder soll für sich seine eigene Waffe kaufen, Zikerem an meiner Kurs. Ich bin nicht hier der Hund für jeden an meiner Kurs. Komm, hier, lass rein, komm. Ich glaube, das liegt daran, weil zu viele Pizza haben, ja? Nee, das liegt, oh, liegt da jemand? Viele... Hallo. Er macht einmal auf, Digga, bester Mann. Digga, Mann, zwei sind schon abgebrochen. Irgendjemand hat geklaut. Soll ich helfen? Ja, Mann, ich bin noch nicht geübt drin. Das, der ist Profi sind alle, hier. Sind alle, der macht das sehr gut. Hä, was macht denn ihr hier? Der schafft das First Try. Wir, wollen hier aufs Klo, Mann. Siehst du es nicht? Ihr wollt aufs Klo? Ja, klar. Mach weg zusammen. Ja, wo? Ja, wo denn? Hä? Was machen Sie denn da? Ja, wir suchen die Toilette, Mann. Wir müssen einmal durch. Jeder kauft sich seine Waffe selbst. Da dürfen Sie nicht rein. Achso, wir kriegen einen Durchgang. Wie ist der Aufsicht? Sie kriegen einen Durchgang, aha. Genau, ich krieg jetzt von mir einfach einen Platzverweis, wie wär's damit? Nein. Ich hab doch mit dem Polizisten vorhin geredet. Mit welchem? Der da oben liegt? Nein, ein anderer. Mit dem weißen Barett. Der mit dem weißen Barett. Herr Sosa, Herr Sanchez, kommen Sie einmal zur Seite, bitte. Na klar, kommen wir doch zur Seite. So, ich würde Sie jetzt einmal beide durchsuchen. Na klar, machen Sie das. Ein nach dem anderen. Herr Sosa, bei Ihnen fange ich an. Und dann zeige ich Ihnen einmal das Pad. Ja, Bellingham bewusstlos. Ich habe nichts dabei. Das passt soweit. Wir wollen ehrlich nur hier ein bisschen mal nachschauen, ja, weißt du? Herr Sanchez, jetzt würde ich Sie einmal durchsuchen, würden Sie sich einmal die Wand stellen. Herr Sosa, Sie können einmal zur Seite gehen, ruhig. Platzverweis, so, du Schatz. Ich bitte Sie, wenigstens einmal den Schläger und Golfschläger ins Auto zu packen. Kann ich nicht hier auf den Boden legen? Ich kann Ihnen die Sachen auch später wiedergeben, wenn Sie wollen. Ja, nehmen Sie am besten. Arm und Beine. Kriegt man ja hier am Arm. Gut. Schürfwunden, ich weiß noch nicht. Mein Fallschirm müssen wir nicht mitnehmen, ne? Ach, Entschuldigung. Das war nicht mit Absicht. Alles gut. Warten Sie, da muss ich Ihren Baseballschläger noch nehmen. Kennen Sie mich? Oh. So. Geht die Uhr richtig, Chat? So, warten. Hey, die geht for real richtig, ne? Können sie beide mitkommen. Okay, aha, dann gehen. Guck mal, die haben da hinten einen Stundenplan oder so. Gehen Sie bitte wieder raus. Hallo. Ich hab mir nur kurz eine Cola geholt. Warum dürfen die rein, aber ich nicht? Mann. Weil die angefragt haben... Was soll ich denn jetzt? Also das ist halt der Empfangsbereich mit allem möglichen Krimskrams, Büro und so weiter. Ich hab Krimskrams. Ja. Hier werden so Sachen durchgeschoben, oder? Nein, das ist unsere Waffenkammer.
Ach so, kann ich da mal einmal für schulische Projekte einmal reingehen? Nein, und da gehen wir nicht rein, Herr Sosa. Also einmal reingucken, weißt Sie, du, für Dings. Sie können hier von hier aus gucken. Mhm. Was haben Sie denn da für Waffen drin, ne? Ganz viele. Das sage ich aber jetzt nicht ganz genau. Können welche. Sie mal eine Waffe aufzählen? Ja. Eine Pistole. Waffe. Eine Pistole, ja, okay, ja. Können wir auch eine für unser Schulprojekt mitnehmen, damit wir... Nein. Wir müssen es sofort zeigen. Alles gut, okay. So. Also Waffenkammer mit Pistolen. Dann gehen wir erstmal runter. Mhm. Haben wir noch einen Platz frei oder so für 20? Weil der ist gerade aufgemacht nach gut 2 Jahren. So, wir hier haben mal den Wartebereich. Alter, das sind so viele neue Namen. Was laberst du da? Ich guck auf die Liste. Ja, ist doch alles gut. Digga. Dürfen mehr sein? Nein. Aber hier das Verhörzimmer. Oha, ey. Guck mal, die Zellen an, Alter, Luxus geworden hier. Die gehen, denen geht's sehr gut. Warum ist es aber hier so dunkel? Okay. Machen wir mal einen Power-Nap-Herr Sosa. Eventuell brauchen wir noch 2 Plätze. Nee, das ist nicht dunkel. Ist gut. Das Power-Nap hilft dann. Ich weiß nicht, ob die jetzt kommen oder nicht. Keine Ahnung. Der Zellenbereich. Die auch wieder kommen, glaube ich. Was mit 6 Zellen. Ja, dann brauchen wir 3 Plätze. Wow. Plus, Dinges brauchen wir 4. Also nicht mehr Holzmatratzen, sondern wirklich mal vernünftige Matratzen. Für... Ja, richtige, vernünftige Matratzen, Mann. Sieht gut aus. Warum an der Bank zum Sitzen und nicht nur immer auf dem Bett zu sitzen? Warum ist ja eigentlich eine USA-Flagge in Dortmund? Verstehe ich auch nicht. Fragen Sie mich nicht. Also Los Santos County, das Also hier haben wir halt Identitätsfeststellung. Können Sie mal ein Bild von mir machen? Kann ich machen. Machen Sie mal ein Bild. Lass uns zusammen ein Bild machen, komm. So. Bild ist gemacht. Danke. Bitteschön. Gut. Sehr gut. So, perfekt, perfekt. So, da haben wir halt unsere Tiefgarage. 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 Oh, Bruder, dem geht es sehr, ich merk sehr schon. Gut. Kannst du ja auch. Ich merk auch, Bruder. Ich merke, Alter. Tschüss. Guck mal, was für dicke Autos die hier drin haben. Alter Schwede. So. Pol fährt nur was mit. Was gibt's hier noch? So, oh, Hackerraum, oder was? Selbstverständlich. Irgendwo müssen wir ja ein bisschen aufpassen. IT, oder wie? Das ist aber hier zu viel CO2, ich sag dir ehrlich. CO2 ist das nicht zu viel. Nee. Doch. Da verbraucht die Staatsbank viel mehr. Ah, okay. Da war ich auch einmal drin, aber auch für schulische Projekte, ja. Ja. Da haben wir auch ein Praktikum gemacht. So, Tür wieder abschließen, dann gehen wir einmal in die zweite Etage. Nur 27 Zoll. Zweite Etage, oha. Nur 27 Zoll Monitore, ich sag ehrlich, denen geht's sehr gut. Ja, ein bisschen musste ja investiert werden in neue Ausstattung. Ich hab nur 60 Hertz Monitore zu Hause. Also zu Hause habe ich 144 Hertz Monitore. Ja, das glaub. Dritte Etage gibt's auch noch, oder was? Dritte und vierte. Tschüss! Okay, sorry, so. Bruder, dass ich liebe. Okay. So, hier haben wir halt Büros für die Officer und so weiter. Hier wird doch bestimmt hart gearbeitet, obwohl es hier durch gerade. Na Gott. Den geht es sehr gut, sehr, sehr gut. Warte, könnt ihr mich alleine hier kurz am PC lassen? Negativ. Herr Sosa. Nee, ich will nur kurz was gucken. Hier hat es nicht mal für die Monitore gereicht, also? Die Rechner sind eh gesperrt. Also die müssten schon das Passwort knacken. Ich sehe schon die ein oder anderen Ordner hier, ne? Das ist an hier. Ich sehe es auch wieder, Alter. Ja. Guck mal hier. Was ist das denn? Was steht da? So? Warte mal, was steht denn da? German Schiene. Was? Oh mein Gott. Ich glaube, hier war Olaf dran, oder was? Gina, kann ich was steht nicht da? Sagen? Gina White? Lass ihn mal schnell raus, Mann. Lass ihn mal schnell raus. Wir sind ja auch erst seit gestern Nacht hier drin. So. Hier haben wir halt unseren Kleiderraum. Was sehe ich denn hier? Oha! Bisschen.
Ich wusste schon immer. Bisschen Spaß muss ja auch immer sein. Solche Ferkel, Mann. Warte, steht da Hornies oder was? Nee. Alter, was geht bei euch ab hier, Alter? Ey, wirklich? Guck mal, Junge, guck mal, was die hier alles liegen lassen haben. Die schämen sich überhaupt nicht, Mann. Ja. Komm hier raus. Lass lieber raus hier. Aha. Was gibt's hier noch? Da vorne links ist das Präsidentenbüro. Präsidentenbüro, Mann. Oha, sorry. Oha! Ey, ich wusste gar nicht, dass ich ein Hund bin. Guck mal, die haben sogar Billardtisch hier. Hat einen eigenen Billardtisch. Die haben einfach einen Billardtisch, Mann. Kippen alles da. Jo, ist das Windows XP oder was? Was geht da ab? Oder ja. Das ist Minecraft 1.7. Die Präsidenten müssen nicht immer so am Rechner dran. Die lassen ja lieber arbeiten. Die beiden Toiletten. Haben sie auch hier? Die beiden Türen sind Toiletten. Haben sie auch einen Stand für Donuts und so? Nein. Keine Donuts? Oh. Wo sind denn die Duschen? Guck mal, wo sind die Duschen? Keine Ahnung, haben sie wahrscheinlich vergessen beim Bau. Wir haben ein weiteres Büro mit dem alten PD als Foto. Okay, ja. So, dann gehen wir mal nach einer Etage höher. Wo ist denn die Asservatenkammer? Die ist unten im Keller. Können wir da auch noch mal hin? Nein. Weil ich auch selber nicht in die Asservatenkammer reinkomme. Ach so, ich habe Dietriche dabei. Ja, bringt aber nichts. Die Tür geht nicht auf. Warte. Ach so. So, dann gehen wir mal eine Etage höher. Mann, überall eine Kaffeemaschine. Donify, danke für deine 3 Monate. Oha, Bruder. Ey. Wofür braucht ihr das alles, Mann? Kann man hier so ein Zimmer weil reservieren? Wir mit der Bundeswehr hier so mit drin sind. Ah, Los Santos Department. Perfekt, so, mit der Bundeswehr. Eine Küche. Wo wir uns aufhalten können. Ey, was ist das für ein Tisch? Bruder, bitte sag mir, was das für ein Tisch ist. Bitte. Was? Warum ist das so dumm? Ja, keine Ahnung, da wollte wahrscheinlich jemand einen Fall bauen. Alter, Digga, also. So, dann gehen wir mal links lang. Digga, was ist das für ein PD, Alter? PD einfach Dark Mode, ich schwöre. Ja, hier haben wir halt Besprechungsraum, kann man auch gleichzeitig als Kinosaal nutzen. Sorry, Digga. Hatten Sie mal während einer Besprechung so Druck, dass Sie... Sie wissen schon? Nee. Okay, was hier? Die haben das erst seit gestern, Mann. Achso. Kann nur sein. So, noch ein Präsidentenbüro. Puh, wie sehe ich dich, Sosa? Was sagst du dazu? Bruder? Ja. Nee, Mann. Wo ist denn Herr Aal sein Büro? Der kann sich's aussuchen, immer. Ach so. So, dann haben wir hier noch eine riesengroße Terrasse. Warten Sie kurz, ich hab... Ey, bist du nicht von hier oben runter, Mann? Herr Sosa. Ja, Sosa. Was weiter? Also, wir haben hier alles im Blick durch die Terrasse. Auf die Terrasse kann auch keiner von unten drauf kommen. Kein Zugang. Wow. Echt stabiles Ding, Alter. Ist halt ehrlich, ist eine Festung einfach. Ja, wir müssen halt wieder durch die Tür durch, wo wir durchgegangen sind. Ich kann nur so eine Runde laufen, oder was? Ja. Wie? Guck mal, die können sich alle hier oben positionieren, Junge. Du kannst die null ficken. Die eine oder andere Schießer. Oh. Mahlzeit. Moin. Hallo. So. Also, hier haben wir wirklich einmal in alle Richtungen Übersicht.
Ganz schön hübsch hier. Ah, man kann doch auf dem Dach hier hoch. Ja, wir gehen aber einen anderen Weg, Herr Sosa. Sosa. Digga, der ist echt zu, nicht zu stören. Holen Sie ihn nach. Ja. Lalilo, danke für die letzte Etage, das Helipad. Die Tür hier rechts getappt Richtung Justiz direkt, dass wir nicht über die Straße immer laufen müssen. Wie, ich habe eine Frage. Fragen Sie? Wie lange sind Sie denn schon bei der Polizei? Ein Monat. Ein Monat? Ja. Haben Sie noch nie eine kriminelle Sache begangen, oder was? Nein. Ja, ich auch nicht. Ja. Herr Sosa. Herr Sosa ist ja. Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war heute Nacht. Heute Nacht? Mhm. Was denn Sosa, Mann? Da haben Sie mit Marcel Heeres eine Bank ausgeraubt. Oh. Da weiß ich nicht, wovon sie reden, leider. Ja, weil sie leider ins Koma gelegt worden sind. Jö. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass ich das war. Doch, waren sie aber. Muss ein Fehler gewesen sein. War ein Fehler wahrscheinlich dann mit dem Protokoll. Also, der Herr hatte ihren Ausweis dabei. Wer macht so eine Scheiße, Mann? Alisa, danke für Subge. So, und das ist halt unser Heli, Pad. Herr Sosa? Sosa, 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 Sosa. Beruhig dich, komm zurück. Schritt zurück gehen, Herr Sosa. Herr Sanchez, schieben Sie nicht den Herrn Sosa. Lass mich dich halten, Mann. Komm her, Mann. Oh mein Gott. Kommt da beide runter. Ja, ich bin, alles gut. Oh mein Gott, wäre ich runtergefallen. Ich möchte nicht, dass ein Mediziner gleich da unten jemand aufkratzen muss. Ey, Sosa, komm mal ganz kurz, ich muss dir was sagen. Ja, so ein One-Punch an den Typen wäre schon krass, ne? Das kannst du nicht machen, der hat uns ganz wohl über... Der hat uns... Der war korrekt. Der war so nett. Der war so korrekt. Nett. Nein. Ich würde den so gerne geben, ne? Nein. Wollen wir raus? Ja, ich würde sie jetzt wieder rausbringen. Herr Sanchez, Sie kriegen dann gleich Ihre Sachen wieder. Danke Ihnen, danke Ihnen. Sehr nett von Ihnen, dass Sie uns auch hier rumgebracht haben. Wir waren ein Auftrag. Wie ist denn Ihr Name? Pablo Muerto. Pablo Muerto, okay. Giuseppe. Was? Was? Giuseppe, was hast du gesagt? Was? Was war das? Hat der gerade Giuseppe gesagt oder was? Hab ich nicht verstanden. Ja, der hat da die ein oder anderen. Das sag ich nicht. So. Und meine Karabiner kriege ich dann gleich, ne? Was für eine Karabiner? So, ich bring sie einmal raus. Du hast doch seit neuestem Waffenschein, oder nicht? Ja. Ja. Warte, das ist bei mir. Hier kann ich gar nicht rein. So. So, die Herren. Herr Sanchez? Ja, einmal die Waffen bitte. Selbstverständlich kriegen Sie jetzt Ihre Schläger wieder. Ihr Golfschläger. Jerry, danke für deine 2 Monate. Ausrufezeichen. Und Ihren Fallschirm. Okay, ich danke Ihnen, ja. Kein Thema. Ihnen einen schönen Tag. Jo, auch so. Danke, ciao, ciao. Tschüss. Komm mit, komm mit. War doch ganz chillig, oder? Ey, Rick, Soße! Oh mein Gott, 20 ist da. Was geht ab, Boys? Hey, 20, komm rein, komm rein. Was macht ihr schon wieder für eine Scheiße? Hey, wo warst du? Ich würde dir gerne jetzt so einen One-Punch geben, ja. Alter. Nein, ich war 2 Wochen Todeskopfschmerzen, also war erstmal weg vom Fenster. Echt jetzt? Ja. Wieso Kopfschmerzen, das nicht mehr ging, oder was? Ja. Okay. Ich war gerade auch schon bei euch, also bei uns zu Hause. Da mit Luisa gequatscht, den neuen Jungs mit... Viel passiert, Alter.
Ja, ist mega viel passiert. Ich habe schon ein bisschen was gehört. Olaf nicht mehr da, 1000 Leute nicht mehr da. Marcel, ein Casino und... Also crazy, ja? Aber Marcel ist noch da bei uns. Mir wurde gesagt, der macht irgendwie Casino-Chef oder was? Ja, ja, aber der ist trotzdem noch bei uns. Ah, easy. Naja, ist doch cool. Ist doch cool. Geil, lass mich einbrechen. Ey, 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 ey. Susa, mir wurde gesagt, um 6 Uhr können wir Casino öffnen, wenn wir genug Leute sind. Sind wir genug? Wir sind 10 Leute. Wollen wir machen? Ja, lass machen. Wir sind im Funk. Aber können wir das aufmachen? Der meinte, also ich habe mit RP-Pool geredet. Wir sollen einfach nur kurz Bescheid geben und dann können wir öffnen. Ja, dann lass machen. Okay, wir machen so. Einmal bitte alle zum Anwesen. Alle zum Anwesen. Lass mal hinfahren. Ja. Wir sind schon am Anwesen. Ich hab meinen Post. So, wir machen gleich Casino auf und wir nehmen pro Eintritt 50.000, ja? Boah. Hol mal deine Karre. Ja, komm mit. Habt ihr ein Auto da? Links ange... Okay, easy. Jungs, sollen wir 25.000 oder 50.000 nehmen? 50.000, Bruder, die haben Geld wie Sand am Meer, Digga. 50.000. Ja, stimmt eigentlich. Die Arme, Alter, 50.000, Mann. Piss dich, du Hund. Du scheiß Geringverdiener. Lass mal dein Auto sehen. Schwanz. Oha, abgehoben seitdem du Lamborghini hast, oder? Digga. Ey, so, mein geliebter Bruder, hast du Geld für mich? Deine Fresse, du Schwanz. Steig mal aus. Ach, stimmt, die Waffen. Ich blass rein. Jungs, ihr wartet alle am Anwesen. Die Jungs sollen sich erstmal umziehen gehen, dann kommt ihr alle wieder hier zurück. Soße kommt jetzt auch hier. Perfekt. Casino macht gleich auf. Steig mal auch aus, ich muss auch mal nehmen. Ja, du kannst auch mal. Ist das Burger? Hä? So, wir treffen uns vorne an der Garage. Alle zum Anwesen! Was geht, Burger? Was geht ab? Was geht, Mann? Grüß dich! Direkt zu mir Tabletten abholen, Burger, ja? Ja, ja. Ja, Susa, und dann ist halt alles passiert, ne? Kann man nichts machen. Jungs, wie immer das Gerät mit. Wie, hast du nicht zugehört? Doch, doch. Tragische Geschichte, Mann. Was meinst du, Mann? Ich hab grad alles über mein Haustier erzählt, Mann. Ja, ich weiß doch. Wie hieß er nochmal? Tweenie, ne? Genau, Mann. Genau. Jungs, das reicht für den Autos. Das reicht für Autos. Reicht. Alter. Ich brauch Namen, der war so schön. Schreist du nochmal in den Zug rein, komm ich dahin und fick dich. Oh, so ein Esel, wirklich. Noch nie so ein Esel gesehen. Du scheiß Hund. Ey, ich wollte gerade sagen. Ich dachte schon. Nein, nein, der ist Schauspieler geworden seit neuestem. Wisst ihr das nicht? Ein Soße, kann ich jetzt überhaupt mitkommen? Ja, yeah, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Bist genau du noch bei uns? Nein. Ah, du hast den Ding nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es aussieht, Mann. Ihr seid voll, komplett, 25. Ja, welchen Weg soll schmeißen wir? Ja, Sosa am besten, ne? Keiner braucht den Hund. Ich glaube, Rick, der war die letzten Tage eh nicht da, der Wichser.
Ja, Bruder, da gab es die ein oder anderen Probleme, sag ich mal so. Ja, wenn nicht, dann quatsch das erstmal ab und dann halten wir bis dahin Füße still, ist ja auch kein Ding. Geh ich selbst ein bisschen ins Casino. Chat, ich hab nicht euch gefragt, by the way. Leo Hamburg, danke dir für deine 4 Monate und Space, danke dir auch für deine 3. Was geht, alle? Was geht? Mahlzeit. Was geht? Oh, 20 auch mal da. Ah, Dito, Mahlzeit. Los, ich brauch dich mal kurz, Bruder. Was ist los? Komm mal mit. Bruder, wie sieht das jetzt aus mit Marcel? Ist er jetzt in der Fraktion oder nicht? Ja, wie sieht das aus mit Casino? Ist er. Er hat das Casino und ist in der Fraktion. Es geht aber nicht, dass wir das Casino haben und das... Das kann er abklären. Geht das? Yeah. Also, dass wir dann die Schlüssel kriegen, dann kriegen wir auch die Schlüssel. Yeah. Weil, Bruder, wir sind dann 25 Leute ohne Marcel, ohne 20 und ohne Adem und Abu. Wir brauchen dann 4 Plätze, Bruder. Hä, wer ist denn alles bei uns? Alle von Let's... Bruder, wir waren schon immer so viel 25. Sag nie wieder was über... Sag nie wieder was gegen V, hast du mich verstanden? Jiggy ist jetzt gestern dazugekommen. Ist auch ein Bruder von mir. Wie du fix ihn? Wie du fix ihn? Der wird safe bleiben, Bruder. Pass mal auf, was du gegen V hast. Ja, aber was jetzt mit Travis? Mit Dings. 20. 20. Bruder, der war lange nicht da, keine Ahnung, weiß ich nicht, Bruder. Ich hätte dann halt so gesagt, die Leute, die bei uns rausgehen, gehen dann im Casino arbeiten oder Casino kriegen die Schlüssel da. Ich weiß nicht, Bruder, wir sind zu viele, Alter. Hä? Müssen welche raus. Was ist los? Komm her! Rick, hör auf zu schreien! Oh, sorry! Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Wer bist du? Hallo! Hallo, ich bin Sergen, hallo! Ja, wir sind gerade am Quatschen. Kannst du uns bitte 2 Minuten allein lassen, Bruder? Ja, okay. Ja, wie wollen wir das machen? Wir müssen rauskicken. Du kannst eigentlich keinen rauskicken, weil... Ich weiß nicht, Bruder. Boah, ich hab doch selber keine Ahnung, warte mal. Bruder, guck dir das an. Bruder, ich würde sagen, Cousin raus. Der will eh nicht zu uns kommen. Bruder, der ist so, seitdem sein Vater weg ist, er hat doch gesagt, ja, ich weiß nicht, wie ist das, wie ist das? Ja, das müssen wir aber erstmal mit dem abklären, wir können ihn nicht einfach rausschmeißen. Ja, warum? Du bist der Abi, du hast das zu entscheiden. Ja, ich will das aber nicht. So, Rick, würde ich auch sagen, raus. Er ist den ganzen Tag mit Weiber unterwegs. Also, wenn er welche abkriegt. So, wen haben wir noch? Bruder, ich sag dir so, ist es doch und hat eh keine Zukunft. Voice Crack ist auch nie da, Bruder, letzte Zeit. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Bruder, das liegt auch daran, dass einfach Dortmund keine Zukunft hat. Ja, was willst du mir damit sagen? Was machen wir dann? Ich würde halt einfach sagen, wir genießen einfach die Zeit. Weißt du? Also lassen wir das jetzt so, oder wie? Ja, wen willst du kündigen erstmal? Bruder, ich hab keine... Bruder, wen willst du... Kannst keinen kündigen, Bruder. Oder wir machen das wie Kali, Bruder. Wie macht das die denn? Die tauschen doch 24 Stunden aus. Wer nicht da ist, geht raus. Und wenn er wieder da ist, geht ein anderer raus, der nicht da ist. So machen die das. So diese ganze, diese anders, Zapzerab, Basis, Bruder. Ja, so, dann mach so. Ja, dann lass so machen, okay. Wenn Leute da sind, werden die ausgetauscht dann. Mit denen, die nicht da sind. Weil er dreckig ist. Weil er dreckig ist? Okay. Ich auf den Mund und... Könnt ihr Submode anmachen? Ich bin verheiratet, hab 2 Kinder. Danke. Ey, fahren wir jetzt los oder was? Ja, warte. Rick, geh mal nach oben. Kündige mal an, dass wir das auch machen wollen. Okay. Du Hund, verpiss dich. Ich will nichts von dir, du schau dich mal an, wie hässlich du bist, Mann.
Du Schwanz. Hässiger Hund. Ey, der hat dich hässlich genannt, so lässt dir das gefallen oder was? Rede mit dir, du Vollidiot. Nein, wenn jemand hässlich ist, dann wissen alle, wer gemeint ist. Ja. Warte, warum guckst du mich jetzt so schnell an? Machst du Auge? Habibi. Nee. Sind denn welche schon im Casino? Also ist da ein freier Zugang? Nee, noch nicht. Glaube ich. Das muss ja noch oben abgeklärt werden, deswegen müssen wir warten. Wir nehmen 50.000 pro Eintritt. Ja, natürlich, Bruder. So, sobald das Casino öffnet, 50.000 Eintritt, aber das wird alles noch abgeklärt. Könnt ihr kurz Emote-Only-Chat machen? Ich will mal kurz was sagen. Ich werde doch kurz Dings muten. Bezüglich Server, dies, das und sowas. Ich sag euch so, wie es ist, meine Zukunft liegt, also langfristig gesehen sehe ich mich nicht bei Immortal. Das hat mehrere Gründe, die wir schon oft angesprochen haben. Sei es Server-Performance oder Sachen, die im Hintergrund abgeben, etc. so. Natürlich, auch wenn, ich habe vorhin im Chat gelesen, Immortal hat mehr Zukunft als der Server von gestern. Ihr wisst nicht, dass der Server von gestern gar kein RP war gestern. Das war gestern gar kein RP, richtig. Das war einfach nur, damit die Leute auf den Server holen, um zu testen, wie heftig der Server ausgelastet ist. Und das müssen Leute kapieren, dass ich das mache, worauf ich Bock habe. Und RP ist auch RP. Ich habe das Gefühl, in dieser RP-Szene will jeder Zuschauer sich in jede Kleinigkeit einmischen. Also, die haben irgendwie, ich habe das Gefühl, diese RP-Zuschauer haben das Gefühl, dass sie einfach über den Streamer bestimmen wollen, was der machen soll. Bitte hört einfach auf damit. Das nervt jeden Streamer. Jeden Streamer nervt das. Bitte guckt einfach RP, lasst euch unterhalten und das, was passiert, passiert einfach. Und nicht, wenn ich jetzt auf dem Server spiele, spielst du jetzt noch auf Immortal, 10.000 Rang, spielst du jetzt noch auf Immortal, machst du das und das als Abi? Das Schlimmste ist sowieso dieses, er macht das und das, er ist Abi und macht das und das. Es ist RP-Chat. Und ich habe schon von Anfang an gesagt, dass ich eigentlich kein guter Abi bin. Und wenn Leute den Sosa-Abi führen, dann alles schön und gut, aber ich sehe mich nicht richtig eigentlich als Abi. Bitte schaut euch das an. Also wenn ihr Bock drauf, also wenn ihr es nicht gucken wollt, wenn ihr sagt, ey, ich bin ein scheiß Abi, ich mache nur CD-Action, dann guckt mich nicht. Dann geht zu einem anderen Streamer, der vielleicht eine Fraktion leitet, geht zu Bitcoin, der das dann besser macht. Aber bitte therapiert einen nicht, wirklich. Es nervt einfach. Es nervt. So wie man das sagen würde. Bitte, bitte, bitte. Das ist wirklich eine Sache, die mich so heftig stört, dass sich jeder Zuschauer einfach sagen will, was der Streamer zu machen hat. Natürlich könnt ihr eure Meinung abgeben und sowas, aber wenn es in RP ist und eine IC-Sache ist, dann ja. Ich hoffe, ihr habt euch beruhigt. Jetzt könnt ihr auch Emote Only wieder rausmachen. Sehr schwach die Aussage, mit Dortmund keine Zukunft, dann gibt Chito Abi und geh raus. Splashy, es ist, wusstest du, dass es RP ist? Und sogar wenn ich einen schlechten Abi spiele, dass es IC ist? Also das ist RP, Bro. Das ist nicht Real Life. Du brauchst dich nicht getriggert fühlen.
Ich finde, Imo hat noch viel Potenzial und viel mehr als die anderen Server. Jungs, ich will... Guck mal, das Ding ist halt einfach, ihr... Wir sind seit... Ich bin seit 6 Monaten auf diesem Server und von der Performance können wir ja festhalten, hat sich nichts geändert, oder? Hat sich irgendwas von der Performance geändert, seitdem ich seit 6 Monaten hier drauf spiele? Ja, jetzt? Ich hab mein Handy... Kein DDoS mehr, ja? Das vielleicht. Ich verstehe es sowieso nicht. Digga, wir haben damals auf Immortal gespielt und jeder Zuschauer, jeder hat gesagt, wir sollen den Server wechseln, weil der scheiße ist. Die Streamer wechseln den Server und auf einmal beschwert sich jeder Zuschauer, dass wir den Server wechseln? Hä? Und das Ding ist, Chat, es gibt einige Sachen, die im Hintergrund passiert sind, die wirklich frech sind. Wirklich frech. Und ich will das gar nicht im Internet wirklich ansprechen. Ich will das gar nicht wirklich im Internet ansprechen, weil sonst wären noch mehr, wäre es noch größerer Schaden. Und das will ich nicht. Und... Deswegen sage ich einfach nur, ich sehe keine langfristige Zukunft, wenn sich von der Performance nichts ändert. Dieses 5% Ding, das ist sowieso komplett... Also, wer jetzt... Also, ich sage euch so, wie es ist, wer sagt, diese Streamer, also 5% können die doch abgeben, das ist ja nicht so viel oder sowas... Es geht aber nicht um diese 5%, die man nicht abgeben will, sondern es geht einfach darum, dass ein Monte diesen Server groß gemacht hat und ein Miki diesen Server groß gemacht hat und am Ende noch 5% abgeben soll? Es geht einfach um diese Dreistigkeit, das überhaupt vorzuschlagen. Darum geht's. Und Döner bringen jetzt auch weniger, Digga. War Sparta nicht auch dagegen? Wie dagegen? Ich weiß nicht. Ich habe das nur in dem Talk mitbekommen. Das Management hat es vorgeschlagen, nicht er. Ja, okay, aber, alles schön und gut, aber, Bruder, wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, dann weiß man doch, okay, die Streamer werden was dagegen sagen. Dann würde ich das doch gar nicht vorschlagen. War nur ein Vorschlag, ja. Also. Aber ihr hättet... Das Ding ist halt einfach, ihr wart bei diesem Gespräch nicht dabei. In diesem Gespräch wurde einfach alles umgedreht. Das ist das Ding. In dem Gespräch wurde einfach gesagt, dass wir von denen profitieren.
Es ist kein Cap? Ja! Also, ich sage euch so, wie es ist, von einem Monster habe ich profitiert, vor allem Mickey, von den Streamern, die auf dem Server sind, da gebe ich zu 100% zu, habe ich profitiert. Ohne einen Monster wäre ich nicht da, wo ich bin, ohne einen Medi wäre ich nicht da, wo ich bin, ohne einen Sydney, Sascha, Mickey, alle Leute, ohne die Leute wäre ich nicht da, wo ich bin, klar. Aber, beim besten Willen, kein RP-Server. Und dafür bin ich auch dankbar. Und wisst ihr eigentlich, oh mein, also, ich sag euch so, wie es ist, sogar, also, so viele Leute haben einfach auch OC-Hass untereinander in dieser RP-Szene, ne? Die werfen das immer diesen Zuschauern vor, aber dieses Traurige, das Traurige ist, es gibt auch viele, die einfach so viel OC-Hass haben, die ich einfach privat nicht mögen. Das merkt man, ist krass, ne? Kostra, danke für deine 2 Monate. Ich glaube, den meisten geht es nur darum, jetzt trotzdem nochmal die Frag weiter aufzubauen und nicht drauf zu scheißen, weil du eventuell den Server wechselst. Ich weiß, was du meinst, Bro. Aber ich gehe auch festens davon aus, dass die Leute auch rüberkommen. Sandro, danke für deine 3 Monate. Batzi hat gesagt, dass er Imo treu bleibt. Geht ruhig auf euren Kack-Server. Bro, ohne mich würdest du den Server gar nicht kennen. Also, ja. Bruder, Miki, als ich bei Miki zu Hause war, er hat selber zu mir gesagt, ohne dich, ohne Miki, also Miki hat zu mir gesagt, ohne Medi, Sydney und mir wäre er niemals auf diesen Server gegangen. Weil er nicht, halt, weil es halt nicht, er kannte den Server gar nicht. Oder so ein Phil, der war der erste, also der erste Streamer auf dem Server war Willi. Und der hätte keinen Bock mehr dann. Da bin ich Zeuge, das hat Miki so gesagt. Das ist sogar Abu im Chat. Und ihr werdet es... Also, wisst ihr, was halt richtig schlimm ist? Generell, Sandro, danke dir für deine 5 Gifted. Wisst ihr, was richtig schlimm ist? Das habe ich auch letztens angesprochen. Natürlich sind auf dem... Warum ist dieser Server so geil, Chat? Warum ist dieser Server so geil? Weil es gute Performance gibt? Weil die Autos nicht nach 2 Sekunden kaputt gehen? Weil, wenn man was drückt, 10 Sekunden warten muss, bis etwas passiert?
Nur wegen den Leuten, die da drauf stehen. Deswegen ist dieser Server so geil. Und da kann mir jeder erzählen, was ihr wollt. Wir sind einfach mittlerweile eine Familie geworden. Aber ständig hier zu hocken und es funktioniert nichts, dies, das und so, irgendwann hatten wir auch keinen Bock mehr. Deswegen. Und nur weil es sozusagen, weil wir hier angefangen haben und wenn wir auf den neuen Server gehen, dass es der alte Server war, heißt es nicht, dass es schlechter ist. Das liegt an 5M, sagte Sparta. Warum funktioniert dann Fastlife, wenn es an 5M liegt? Warum habe ich bei Fastlife keine Lags? Atomhamster, danke für deine 5 Gifted. Warum rede ich mit Dragneel und Swagger im Call und die sagen mir, sie würden Immortal in 15 Minuten machen? Warum? Imperium, danke für den Prime. Ihr bekommt schon so viel extra als Streamer und seid nicht zufrieden. Ach so. Fuck, sei Dank für deine 2 Monate. Und für deinen Zapke. Ich verstehe gerade nicht, warum Zuschauer getriggert sind. Sogar Zuschauer von mir, die Subs dagelassen haben. Ich glaube, sie können sich gar nicht in unsere Lage hineinversetzen. Wie abfuck das ist. Du spielst seit 6 Monaten drauf und es ist... Discord.